Man erkennt daran, dass man von Preis auserwählt wurde, dass einem die Sonne aus dem Arsch scheint. Dass man zum Anführen geboren ist, dass man das alles kann und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Leute heute preisgefällig sterben werden. Hoffentlich alle, dann muss ich mit der Schande nicht leben. Du vernichtest die ganzen Zeugen. Tja, du kannst so die NPCs vernichten. Spielercharaktere haben alle noch einen Chippy, außer du. Außer dir. Nicht, wenn ihr den bis dahin schon alle verbrannt habt, weil die Sache so fürchterlich in die Hose ging. Ja, aber wo sollen wir den jetzt verbrennen? Wir legen jetzt entweder die Rüstung an oder nicht und gehen dann da rein oder nicht und wenn wir da reingehen, dann... Ja, und dann kommt vielleicht der Hashtag oder nicht und haut dich vielleicht, okay, nicht der Hashtag, der Schrub oder nicht und haut dich dann kaputt oder nicht. Ja, aber der haut uns dann alle kaputt. Ja, richtig, und deswegen sind wir alle in Chippy verbrannt. Ja, außer dir. Außer mir, außer los. Mir. Richtig. Dünn, dünn. Also es ist Zeit, heute Scheiße zu bauen, um Jalan loszuwerden. Will nicht mehr. Frosty, kann ich irgendwie noch einpacken und nach Hause fahren? Klar, also noch ist drin. Wenn ihr könnt jetzt alle sagen, ihr habt keinen Bock mehr, dann wird das halt abgeblasen, fahrt ihr zurück nach Kunchum. Sagte, hat halt nicht funktioniert. Ich hab da keine Lust mehr zu, damit man kann sagen, ich verstehe die Angst und so, das ist kein Thema, mein großer. Hat halt nicht funktioniert. Sicher, in meiner Prinzipientreue steht das Wort Rückzug nicht drin. Also Wahrheit hast du sozusagen jetzt abgebaut, oder was darum? Ja, zumindest. Ja. Finde ich gut. Ich nicht. Nicht. Wir kriegen dich schon zum Fixgeweihten umgezogen. Das sind noch ein, zwei Abenteuer, das ist soweit. Wie soll ich denn zu Hause dem Freiausgeweihten unter die Augen treten? Und sagen, vergib mir Vater, ich habe gelogen. Du sagst einfach, vergib mir Vater, ich bin Fixgeweihter geworden. Ich habe mich doch umentschieden, während der Reise auf Maras kam. Ja, prügeln sie mich aus dem Tempel. Ich sag euch, es ist eine Herausforderung, auf Maraskan zu überleben, ohne das. Ach Quatsch, du klaust als Fexgeweihter einfach dem Typen einen Prios-Rohr und dann ziehst dich halt als Prios-Geweihter an. Fexen mag das. Das beißt sich aber mit irgendwie zwei anderen Teilen meiner Prinzipientreue. Warum darfst du nicht klauen? Nö, ist ja schließlich gegen die Gesetze. Aber du hast doch geschrieben, die Gesetze des Adels. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, der Adel hat irgendwann mal gesagt, du darfst nicht klauen. Aber guck mal, der adelige Helmer Hafax hat hier auch Gesetze erlassen. Aber Helmer Hafax ist... adelig, genau. Ja, das kannst du gerne hinterher mit dem Philosophiewurf aus. Das haben wir doch neulich erst diskutiert. Graf ist er offiziell, ist glaube ich nicht abgesetzt worden. Weiß genau. Gar nicht, wer der aktuell ist Graf ist. Der ist höheradelig als du, also der ist adelig und höheradelig als du. Ah, aber er steht nicht direkt über mir, das ist das Wichtige. Er steht neben dir. Warum? Er wohnt auch nicht, beziehungsweise prinzipiell, er steht über mir, aber halt nicht direkt über mir. Warum nicht direkt? Was ist denn der Unterschied zwischen direkt und nicht direkt über dir? Pass auf, wenn du in der Lagerlogistik arbeitest, kommt nicht der hier Chef von der Buchhaltung und sagt... Aber der ist doch vom mittelreichischen Kaiser zum Grafen ernannt worden, von Wehrheim. Ja, richtig, aber er ist halt Graf von Wehrheim und nicht Graf von Burg immer Schnattermoor. Der Chefausbilder, der Gabelstapelfahrer, sagt dir auch nicht, wie du deine Steuererklärung machen sollst. Genau. Ich verstehe Darus Punkt. Hat er recht. Also meiner macht das. Mein Gabelstaplerfahrer Klaus probiert was mit das so, also mit der Steuererklärung. Und wenn du das nicht machst, spieße ich dich auf. Genauso wie den Rest. Ich bin Gabelstaplerfahrer Klaus, genau. Aber jetzt blätter ich gerade durch das dämliche Schild des Reiches, um erstmal rauszufinden, wer bei mir zu Hause der Graf ist. Hier. Gibt keinen. Nee, doch gibt's nicht. Scheint, ich kann die Karte nicht lesen. Da vielleicht einfach keinen Grafen. Schauen wir mal nach. Ah, hier, Grafschaft Tobi Mora, jetzt habe ich's. Pareine-Furten? Ist das eine Grafschaft? Nee, ne? Pareine-Furten ist auch nur ein kleines Kackdorf. Das ist mittlerweile ein ziemlich dickes Ding, weil... Ja, aber nur mittlerweile, weil da sitzt halt der einzige Fleck von Weißtobrien, aber... Früher war da ja nichts los. Das ist richtig. Also die Wiki sagt Tobi Mora, was wohl das hier auf der Karte eingezeigt ist, wo nichts dran steht. Ach hey, da steht's dran, jetzt habe ich's gefunden. Wer ist der Graf von Tobi Moriel? Omid von Valusa ist es. Ob der das aber schon immer war oder ob die Wikipedia nur den aktuellen anzeigt, ist fraglich. Omid von Valusa. Es gibt auch eine Chronik. Meistens. Normalerweise kannst du dann ganz unten nach links und rechts scrollen. Der Mann ist Landgraf. Ein Landgraf war ein vom Provinzherrn ernannter, oder? Nee, Provinzherrn, dann bist du Reichsgraf.
guck mir gerade die Einwohner von Helmenport an und diese Liste oder diese Seite wurde bisher ein einziges Mal abgerufen. Wahrscheinlich beim Erstellen. Helmenport, da Einwohner. Und ja, da steht auch nichts drauf. Ja, genau. Abenteuer gibt es da auch da keine, das ist ja ganz schrecklich. Schattenland und Bahamuts Ruf. Meistens sind die ergänzenden Quellen häufig nicht gut. Also da kann man zwar reinschauen, aber meistens ist es nicht gut. In den Ja. ergänzenden Quellen wird es meistens in irgendeinem Nebensatz erwähnt, der damit gar nichts zu tun hat eigentlich. 196. Es gibt eine Schenke in dem ganzen Scheißdorf. Oh, ob wir da einen Hafen finden. Oh Gott, ich glaube, wir laufen da an und. Oh, und jetzt klauen wir uns ein Schiff und finden dann Hä? Steht da auch. Umschlagshafen. Das Ding gibt es ja erst seit 3 Jahren als Versorgungshafen für die Schwarzmarskaner. Bei uns gibt es sie seit einem Jahr. Gründungsdatum 1024 BF. Wir sind 1025. Ach so, okay. Ein Jahr. Ich meine, ein Fischerboot lässt sich bestimmt kapern. Und dann kommen wir in Kunchau am Hafen an und können das mal Wasser schöpfen bis dahin. Ach, hast du das gesehen? Ich habe ihn auch mal in seinen Ja, hab ich gesehen. Besuch gekackt. Habe ich gesehen. Iradan Kohlenfeld zu Ehren seines Herrn kürzlich Helmenport nennen ließ. 350 Einwohner, ja, die haben sie jetzt bestimmt noch nicht. Wen hat Johnny Hero reingekackt? Ausgemusterte Soldaten und Seeleute sowie zwangsumgesiedelte einheimische Feldarbeiter. Ja. Q4 ist sogar ganz hoch, die Taverne, von der Qualität. Zumindest für ein Dorf, ja. Ja, also ich finde das schon. Ist halt ein Umschlagshafen. So, dann mache ich mir mal die Mühe, Bahamuts Ruf wieder aufzuschlagen. Das habe ich nämlich schon eine ganze Zeit wieder im Schrank stehen. Was war gerade die Frage darum? Wem du wo reingekackt hast, ich habe es leider nicht verstanden. Seinen Thread. Nach dem Motto, wir suchen einen Spielleiter und Johnny sagte, ich würde da gerne Spielleiter machen, aber ich habe keine Zeit. Und doch viel Glück beim Suchen. Warum tust du sowas? Weil er das bei mir auch gemacht hat. Er hat bei gesagt, ich will kein Spielleiter und habe keine Zeit. In Frostys Gesuch, in Sopsis Foren Gesuch, schreibt er einfach rein, ja, ich würde ja gerne mitspielen, aber am Tag habe ich leider keine Zeit. Ich dachte mir so, was, wer, wie. Deine Rache. Ja, er hat da jetzt Rachsucht, in das schöne Gruppengesuch von dir gekackt. Das war natürlich ein Anschlag in die gesamte Gruppe. Aber Johnny, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du den Scheiß einfach schon zu lange machst? Was, welchen? Den ganzen. Forentrollen? Ach, Junge, Ja. ich. Ach, Forentrollen ist ein Hobby. Er hat das studiert. Und dass du vielleicht Leute, die War das nicht seit ganz bei. 40 Jahren Forentrollen? Und dass du vielleicht Leute, die nicht ganz bei Plan sind, ein bisschen zu hart anpackst? Weil wenn da halt nichts zu steht, kann ich halt machen, was ich will. Ne? Das ist halt immer Ja, so das also, Ding. du kannst auch 350 Ruhe machen, Einwohner was wird du gerade willst. aufgebaut. Genau, also man kann sozusagen sagen, es gibt dazu drei Sätze und der Rest ist White Spot. Es ist eigentlich eine ungewöhnliche Sache für DSA.